Er ist der größte Planet des Sonnensystems und hat 300 mal so viel Masse wie die Erde. Doch wie der Jupiter entstanden sein könnte, davon hatte die Wissenschaft bisher kaum eine Ahnung oder wusste vieles Entscheidendes nicht. Ein Forschungsteam aus Zürich hat dazu jetzt ein neues Modell entwickelt mit super spannenden Erkenntnissen. Klicks und Science Fiction, herzlich willkommen. Angefangen hatte alles mit Daten von Meteoriten, die im vergangenen Jahr auf einer amerikanischen Konferenz vorgestellt worden waren. Die Analyse der Isotope ließ damals nämlich darauf schließen, dass unser Sonnensystem in seiner Urzeit in zwei Regionen aus Staub und Gas aufgeteilt war. Das etwa 2 Millionen Jahre lang. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit schlossen aus dieser Beobachtung, dass der Gasriese Jupiter damals als eine Art teilende Barriere für das Sonnensystem diente. Dabei störte er offenbar die Staubscheibe und erzeugte so eine Überdichtung. Konkret konnte sich das Material außerhalb seiner Umlaufbahn nicht mit dem Material, das sich innerhalb seiner Umlaufbahn befand, vermischen. In diesen 2 Millionen Jahren wuchs der Jupiter wohl von 20 auf 50 Erdmassen und die Trennung und seine Barrierefunktion wurde aufgehoben, als der junge Planet so viel Masse angereichert hatte, um Gestein umzulenken. So konnte es auch in die inneren Regionen des Sonnensystems gelangen. Zu dieser Hypothese passt auch das neue Modell des Schweizerischen Forschungsteams, das nähere Infos zu der Entstehung des Jupiters herausfinden konnte. Demnach ist der Gasriese in verschiedenen Phasen gewachsen. Der Planetenembryo hat also zunächst zentimetergroße Kieselsteine angesammelt und so innerhalb von 1 Million Jahren einen Kern gebildet. Die darauf folgenden 2 Millionen Jahre verliefen etwas entspannter. Hier wurde der aktuellen Studie zufolge kilometergroße Planetensimale angehäuft, also so werden die Bausteine und Vorläufer vom Planeten genannt. Dieser Prozess setzte sehr viel Wärme frei, denn die riesigen Objekte trafen den immer größer werdenden Planeten mit gigantischer Wucht. Dazu einer der Forscher, Jan Alibert von der Universität Bern. Während der ersten Etappe brachten die Kieselsteine die Masse. In der zweiten Phase fügten die Planetensimale auch etwas Masse hinzu, aber was noch wichtiger ist, sie brachten Energie. Nach 3 Millionen Jahren hatte der Jupiter somit 50 mal so viel Masse wie die Erde. Dann begann die dritte Phase seiner Entwicklung, in der sich Gas anreicherte. Heute verfügt der Gasriese über 300 mal so viel Masse wie die Erde. Das Modell zeigt also, dass der Jupiter sich phasenweise deutlich langsamer entwickelt hat, als man bislang angenommen hatte. Dem gängigen Modell zufolge nämlich hatte sich zunächst durch die Ansammlung zentimetergroßer Gesteinskörper der Planetenkern gebildet. Als dieser die Masse von 20 Erdmassen überschritt, sorgte die Schwerkraft dafür, dass Gas aus der Umgebung aufgenommen wurde. Dadurch wiederum wurde bislang ein sich selbst verstärkendes, extrem rasantes Anwachsen des Planeten erklärt. Doch das Modell des schweizerischen Forschungsteams konnte jetzt auch zeigen, wodurch genau dieses schnelle Anwachsen, also das man bisher vermutete, verhindert wurde. Demnach hat sich der entstehende Planet extrem heiß aufgeheizt und zwar durch die eben erwähnten schweren Einschläge kilometergroßer Gesteinskörper der Planetensimale. In dieser Phase herrschte eine extreme Temperatur, die dafür gesorgt hat, dass der Urjupiter keine leichten Gase an sich binden konnte. Das ist auch die Erklärung dafür, warum es 2 Millionen Jahre gedauert hat, bis der Jupiter von 20 auf 50 Erdmassen angewachsen ist. Das Forschungsteam ist jetzt optimistisch, dass diese Ergebnisse auch helfen können, Rätsel rund um die Entstehung von Exoplaneten sowie von Neptun und Uranus zu lösen. Und jetzt, Klickzoom wird werbefrei, keine Pre-Rolls mehr, mit eurer Hilfe. Immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor jeweils einem Video im Monat ab. Bald ist es beim ersten Video soweit, werdet also Mitglied. Hier unter dem Video draufklicken, also hier drunter, und bekommt dazu noch exklusive Extra-Videos, exklusive Livestreams wie kommenden Dienstag und noch ein paar weitere Privilegien, die sehr lustig unter anderem sind. Ein Riesendank an alle diejenigen, die schon dabei sind. Absoluter Hammer, es werden immer mehr. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp. Dann bekommt ihr den Link zum Video vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo vergessen und natürlich nicht zu vergessen auf die genau Glocke zu klicken. Ja, und hier geht's weiter mit, also hier, neue Jupiter-Fakten der Raumsonde Juno. Bis dann, bleibt dran.